So, wir müssen mal gucken. Da können wir nicht durch. Dann müssen wir hier außen rum. So, dann werden wir nämlich den nächsten Typen gleich rammen. Ja wohl gerne, dass du mich da erwischst. Boah, da hast du keine Chance. So, wir müssen da hinten auf dieses Schiff, glaube ich, ne? Soweit ich das weiß. Au, 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 au. So, wo ist denn die Schmuggelware? Ah, deswegen auch dieses Limit für den Einsatz von Feuerwaffen. Ah. Aua! Das tut weh. Hä? Was passiert? Ach so. Guck mal einer an. Wir können unsere... wir können unsere Schiffe verstärken. Da hinten ist noch Schmuggelware. Weißt du was? Wir nehmen uns ein Fass mit. Dann machen wir ein Fass auf. Ach Mensch. Geht mir doch nicht auf den Puffer.
So, hier wieder rauf. Ein Pulverfass mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es da drüben auch Pulverfässer gibt. Deswegen nehme ich einfach eins mit. Weil man weiß ja nie. Es ist ja schön, dass es hier verschiedene Verhandlungsstufen gibt. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich das hier irgendwie unbedingt schlecht finde oder sowas. Aber... manchmal... Oh. Oh, oh, oh. Wir sind wieder Fahndungsstufe 2. Unglaublich. Also, das heißt, wir müssen da hinten irgendwie rüberkommen. Aber schaffen wir schon. Da ist die Teelieferung. Und warte, ist das wirklich nur noch ein einziger Stapel? Ja. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob hier Pulverfässer in der Nähe sind. Oh, oh, oh. Hey, ich bin gar nicht da. Ihr seht mich nicht. Hallo, hallo Freunde. Nein. Halt! Ach, verdammt! Ey, das riecht mich doch auf. Ich wollte gar nicht B drücken. Mensch, das kann es doch nicht sein. Ja, sie sind jetzt inkognito. Schmier dir das sonst wohin.
Mein Gott, ja, ich weiß. Oh, das kotzt mich echt an. Das kotzt mich sowas von an. Jetzt hör auf, hier gegen zu springen. Verdammt nochmal. Oh, so eine Scheiße. Ja, das ist Assassin's Creed. Das Spiel macht, was man nicht will. Ich glaube, das ging vielen von euch schon genauso, auch in den anderen Teilen, dass dann oftmals so Aktionen ausgeführt worden sind, die man gar nicht machen wollte. Und dadurch ist dann wirklich, sind dann wirklich so diese 100%, die man erreichen konnte, zerstört worden. Durch eine sinnlose, verschissene Aktion. Aber wisst ihr was? Ihr seid Idioten, 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 Idioten. Idioten, Idioten. Folgt mir. Sie auch so schnell immer hinterherkommen überall. Die kommen überall hinterher. Man ist immer zu langsam, immer. Rein da. Moment mal. Das ist eine einzige Wache. Und rein mit dir. Achso, wir sind schon wieder anonym. Ich dachte, wir wären gar nicht mehr anonym. Noch gar nicht anonym, okay. Aber das ist doch manchmal echt zum Kotzen. Ehrlich, ganz ehrlich. Das habe ich in den anderen Teilen auch gehasst wie die Pest. Obwohl, hier sind die Nebenaufgaben eigentlich wesentlich leichter. Ach, weißt du was? Ich habe das Gefühl, die Wachen kommen gleich hier lang. Hallo. Ich wollte doch gar keine Zivilisten töten. Na egal. Scheiß drauf, wir sprechen jetzt hier erstmal mit einer Wache. Mit einem Händler. Ach, Mann, 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 Mann. So, voll. Munition voll. Wurfpfeile, die bleiben komischerweise immer voll. Wäre cool, wenn wir später noch irgendwie einen Enterhaken kriegen. Der Luxus New York. Was wisst ihr über die Sache? Hey, was schubst ihr mich? Hört auf, mich zu schubsen. Egal. Wir werden die nächste Mission erledigen.
Wir haben da auch ein Fort, was wir stürmen könnten. Das Problem ist, ich habe da noch schlechte Erinnerungen vom letzten Mal. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Das ist ja quasi, ich glaube, das ist so eine Art Brutfabrik für diese Scheißsoldaten. Diese genmanipulierten, geklonten Soldaten, die Klonkrieger. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann euch das nicht sagen. Ich glaube aber, dass da die ganzen Soldaten herkommen.